Herr Pohl, was führt Sie als gebürtiger Rotenburger jetzt auf der Durchreise von Wien nach New York nochmal in die alte Heimatstadt? Die Sehnsucht. Die Liebe zu meinem schönen Heimatstädtchen und zu der unbeschreiblich schönen, feinen, romantischen Seele, die in dieser Stadt lebt, immer noch lebt. Und wenn man so herumschaut hier und einen Blick dafür hat, dann sieht man, wie diese Seele auch alles belebt. Ich finde Rotenburg ob der Tauber eine der faszinierendsten Städte, wie sie dieses deutsche romantische Wesen in seinen Gassen bewahrt, sogar gegen den relativ groben Tourismus, der also mit wenigen Ausnahmen dafür ein Gefühl hat, aber doch etwas davon mitbekommt. Das merkt man in den Gruppen. Das ist auch als Bild ohne Seele unheimlich faszinierend. Aber wenn man die Seele erhascht, die hier ist, dann ist man eigentlich auch fast zu Tränen gerührt.